Jetzt freue ich mich sehr, dass wir ausgerechnet in dieser Brexit-Verschiebewoche einen echten Europaabgeordneten zu Gast haben. 5 Jahre lang war er Reporter der Heute-Show und dann hat er quasi sein Leben weggeworfen und ist nach Brüssel gegangen. Über die Zeit da hat er natürlich das unvermeidliche Buch geschrieben und heute ist er hier. Martin Sonneborn, meine Damen und Herren. Dass du mal wieder vorbeikommst, nach all den Jahren. Ne? Genau wie im Europaparlament. Ja, genauso wirst du da auch begrüßt. Ja, lass uns die Aktualität einfach ganz schnell abhaken, damit wir es hinter uns haben. Die Briten, sollten sie überraschend doch noch austreten in diesem Leben? Werden sie dir irgendwie fehlen in diesem Parlament? Ja, ich glaube schon. Nigel Farage hat mir mal ein Angebot gemacht, in seine Fraktion einzutreten, auf das ich leider nicht eingegangen bin damals. Aber nee, würde mir fehlen, auf jeden Fall. Zwischenrufer, andere Form von Demokratie, viel lebhafter, viel konzentrierter gegen Europa arbeitenden als die Rechtsradikalen zum Beispiel. Du hast ja eine interessante Forderung gestellt, habe ich gelesen. Du hast mal gefordert, dass nach dem Brexit im Europaparlament nur noch Deutsch gesprochen werden darf. Was ist daraus geworden? Was ist komisch daran? Ich glaube, also erstens geben wir Deutschen den Takt an in Europa. Und die auf allen wichtigen Führungsebenen? Ja. Zum Beispiel die 4 wichtigsten Kommissionsposten sind mit oder Verwaltungsposten sind mit Deutschen besetzt. 3 von ihnen. Den 4. hat ein Däne als Nachfolger eines Deutschen und als Vorgänger auch, vermute ich. Wir sagen da schon recht direkt, wo es lang geht. Ich habe das verfolgt und ich war stolz, Deutscher zu sein im Europaparlament. Ja. Die Ausländer brauchen wir im Prinzip nicht. Aber jetzt mal ehrlich, wenn nur noch Deutsch gesprochen werden darf, wäre das ein Riesenverlust, weil wir dann nie wieder Oettinger Englisch sprechen hören. Das ist, fände ich schade, ehrlich gesagt. Das ist right. Ja, ja. Ich glaube, man tut dir nicht, wie wenn man sagt, du sitzt in diesem Parlament in der Ecke bei den Verhaltensauffälligen. Ja, ist wirklich so. Vor ihm sitzt ein polnischer Monarchist, der fordert, das Frauenwahlrecht abzuschaffen zum Beispiel. Also das ist wirklich die Freak-Ecke. Sag mal ganz allgemein, was kann man denn bewegen als fraktionsloser Abgeordneter? Also eigentlich nicht viel. Als ich da ankam, ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwie Politik machen kann. Und ich hatte nicht den Anspruch, da etwas zu erzielen, aber ich habe trotzdem... Hast du ja auch nicht. Doch. Ja? Ich habe übrigens Immunität, also seid was vorsichtig hier. Ja, natürlich, ich habe Abstimmungen entschieden, zum Beispiel eine Datenschutzabstimmung, die der Rat noch blockiert im Moment. Ich habe mich in einen Ausschuss gemogelt, habe mit einem schmutzigen Geschäftsordnungstrick Udo Vogt ersetzt und für den eine Stimme abgegeben. Den NPD-Mann? Den NPD-Mann, den ich da beobachtet habe, ja. Und, aber dir sollte das zu denken geben, dass die Leute den Unterschied zwischen dir und dem NPD-Mann nicht gemerkt haben. Das ist irgendwie beängstigend, oder? Ja, das stimmt. Das gibt mir auch zu denken gerade. Jetzt merkst du es gerade. Was aber in jedem Fall keiner bestreiten kann, der Martin Sonneborn hat mehrere sehr schöne Reden im Europaparlament gehalten. Einige sind viral gegangen, wie man heute sagt. Wir haben hier einen ganz kurzen Ausschnitt aus einer Rede von dir. Da ging es in der Debatte um den Krieg in Syrien und die Bundeswehr. Und achten Sie aber auch mal darauf, wie brechend voll die Ränge des Parlaments sind. Die Bundeswehr allerdings können wir nicht mitschicken. Die ist kaputt. Die könnte höchstens defektes Militärgerät auf Assads Palast abwerfen. So ein Leopard 2 aus 8000 Metern Höhe knallt da ganz schön rein. Ähnlich übrigens wie die deutschen NATO-Panzer in Afrin. Man könnte es so zusammenfassen, wenn du redest, kommen wirklich alle. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Man könnte es anders interpretieren. Viele arbeiten nebenbei. Ich bin jetzt in Heute-Show. Ja. Mein Kollege Elmar Brocken, 179 Kilogramm konzentrierte CDU, muss nebenbei Aufgaben wahrnehmen. Für Bertelsmann zum Beispiel. Es ist nicht so, dass man sich da komplett auf seine politische Tätigkeit konzentrieren kann oder muss. Außerdem gab es ja Applaus, wenn auch von 3 Leuten. Ich habe mir noch mal angeguckt, wie das war, als du 2014 auch zu deiner eigenen Verblüffung reingewählt wurdest in dieses Parlament. Ich glaub, es gibt keine Aufnahmen von Nein, ich habe nur noch mal gegoogelt, was du damals in Interviews gesagt hast. Und das war lustig, weil du hast wirklich fast in jedem Interview gesagt, du würdest in jedem Fall nach einem Monat wieder zurücktreten. Was ist dazwischen gekommen? Ein Gesetz. Also der Parteienrechtler von Arnim hat uns relativ schnell darauf hingewiesen, dass es eine Vorschrift gibt, die relativ schwammig formuliert ist. Das Parlament hätte lediglich vermuten müssen, dass ich gegen den Geist der Verträge von Lissabon verstoße mit meinem Rücktritt. Ich wollte eigentlich 59 Parteifreunde dann monatlich nachziehen, damit die alle mal hochdotiert einen Monat in Brüssel verbringen können. Natürlich, ja.
Und, hast mich nicht gefragt, muss ich sagen. Ja, wir haben ja jetzt Leute aus der Heute-Show, die jetzt nachkommen mit Nico Semsrott. Aber du kannst in 5 Jahren, wenn du hier ausgebrannt bist, nehmen wir dich. Mit ZDF Burnout kriege ich da mein Gnadenbrot. Sehr alte schön. Säcke nach Europa schicken, ja. Das hat Tradition in Deutschland. Es waren nicht mal, ja. Es waren nicht mal die Besten, die wir dann geschickt haben. Jetzt. Habe ich in mehreren Interviews ebenfalls gelesen, dass du nach einem sehr starken oder feststehenden Schema abstimmst im Parlament. Du stimmst eigentlich immer abwechselnd mit Ja oder Nein ab, egal wie die Frage ist. Kannst du verstehen, wenn Leute sagen, die Zeiten sind zu ernst, um seine Stimme einer Spaßpartei zu geben? Ich pflege zu antworten, dass die Zeiten zu ernst sind, um nicht satirisch darauf zu reagieren. Ich stimme abwechselnd mit Ja und Nein, einfach weil das sehr viele Abstimmungen sind, teilweise bis zu 240 in 40 Minuten. Aber wenn es wirklich wichtige Abstimmungen gibt, werde ich informiert von interessierter Seite. Und wie gesagt, ich habe ja auch 3 Abstimmungen. Du hast also Mitarbeiter, die dir sagen, wenn es wichtig wird. Ja? Ja, die Grünen, die Linken und die Sozialdemokraten. Arbeiten dir zu. Sehr schön. Nein, sehr schön. Aber wenn die eine Stimme brauchen, sagen sie Bescheid, wenn es knapp wird. Wir haben eine GroKo Haram im Europäischen Parlament. Eine unselige große Koalition, genau wie in Deutschland. Und kleine Parteien haben da keine Chancen. Das geht alles mit großem Abstand durch. Ich habe mir eine aktuelle Umfrage angeguckt. Danach steht die Partei bei 2%, das würde reichen für dich, vielleicht auch für Semsrott. 2%, das sind nur 14% weniger als die SPD. Seid ihr jetzt Mainstream? Seid ihr Mainstream? Muss ich mir Sorgen machen? Also ich finde das immer noch eine Demütigung, 14% hinter der SPD. Und ich glaube, dass wir beide noch daran arbeiten, dass der Abstand sich verringert. Wenn es klappt. Wenn es klappt für dich im Mai, dann hättest du am Ende 10 Jahre Europaparlament auf dem Buckel. Ist man danach überhaupt noch resozialisierbar? Ich komme dann gerne zurück, wenn das ein Angebot war. Wir haben hier immer ein warmes Plätzchen für dich. Martin Sonneborn, meine Damen und Herren, vielen Dank. Für weitere Videos klickt unten und abonniert auch unseren Channel. Alles im Kasten? Okay, tschüss. Geht's denn hier raus? Hä? Scheiße!